So, Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von Call of Duty Modern Warfare 2 Multiplayer Mode oder so. Ja, auf jeden Fall Modus. Wir spielen online. Das ist der Hauptpunkt. So, ach so, die Leute, die da auf 1 sind, haben schon Prestige erreicht. Okay, oder ein Prestige Level. Ja, haben wir leider noch nicht. Wir sind pure Anfänger. Aber das heißt in dem Spiel tatsächlich so gut wie nichts. Natürlich muss man sagen, du, da ist man nicht so der Burner. Ist halt nicht so relativ gut. So, jetzt sind wir genug Leute. Okay, ich sehe schon, wir kämpfen nicht gegen den Typen, der mich jetzt die ganze Zeit abgeschossen hat. Wäre schön. So. Wie gesagt, die Parts werden hier ein kleines bisschen kürzer. Mich wundert jetzt gerade, dass die Zeit hier zugerechnet wurde. Okay, ja, das muss ich dann nachhaltig. Kein Grenadier, ich glaube, das ist nicht so gut. So. Schalten wir die feindlichen Leute aus. Gut, wenn ich eh kein Profi bin, dann kann ich auch durchrennen. So, hab mich jetzt einfach mal ins Gebiet von den Gegnern geschlüpft. Ich hab schon von den Typen da. Hinter mir erledigt, war ja klar. Auch ein Sniper-Schützer. Schade eigentlich, ich hätte Lust mal auf keine Sniper zu treffen. Interessieren würde mich natürlich auch, gibt es eigentlich nur ein Call of Duty, was aktuell jetzt jetzt nicht Black Ops 3, sondern ob es auch andere Call of Duty Teile noch mehrmals gespielt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute hier in MW2 sind. Ich habe natürlich auch alle Spiele mal kurz durchgeguckt, wo natürlich Leute sind, weil es wäre ja sinnvoll, wenn ich hier online würde spiele und es sind keine Leute hier. Das war ja in dem Fall von World at War so, da waren ja echt nur 40 Leute, ja 50, aber bringt aufs Gleiche hinaus, also keinen Sinn macht das. So, hier komme ich nicht raus. So. Ja, ein Raketenwerfer, man sieht ja so noch die Staubwolke. Aber immerhin einen Kill haben wir. Das reicht mir auch schon. Also meine Challenge ist definitiv jede Runde einen Kill. Ach, der war doch neben mir. Das sah man jetzt auf der Karte nicht so gut. Hab ich überhaupt nicht gesehen. Ja, ich muss noch viel lernen. Und ich merke schon, ich bin echt nicht die geeignete Person dafür. Weil mir tun jetzt schon meine... Die habe ich jetzt auch gar nicht kommen gesehen, ey. Klar, ich habe auch nicht hingeguckt, aber... Mensch, ich wollte nur gucken, ob man da... Oh, kein... Wow, kann man auch gut spielen. Wow, hat einfach durch die Wände durchgeschossen. Wahre Profis, muss man sagen. Da habe ich natürlich nicht erwischt. Sonst hätte ich zwei hintereinander machen können. Aber der hat mich ja auch nicht getroffen.
Versetzung gebracht? Jo. Ich hab zuerst mal gesehen, wie ich hier aussehe. Hässlich, ey. Wenn ich darunter springe, sterbe ich. Fast. Wir sind in Führung. Aber mich würde mal ganz gerne interessieren, ist, warum zockt man das so viel? Also ich würde mal gern wissen, warum spielt man online die ganze Zeit? Beziehungsweise, wie kann man das so lange spielen? Ich persönlich sage, ja klar, schon lustig. Hier macht Spaß auch, ne? Gut, ist natürlich auch in einigen Punkten relativ... was soll man sagen? Natürlich auch... Man denkt sich so, scheiße, man stirbt die ganze Zeit nur und geht die Emotion relativ, Motivation, nicht Emotion, Motivation ein bisschen runter. Hab ich jetzt nicht wegen dem Gras gesehen. So, aber ich würde ganz gerne mal wissen, wie kann man das so oft und so lang, vor allem so lange auch zocken. Würde mich tatsächlich mal interessieren, wie man das wirklich so oft und auch vor allem sehr lange zocken kann. Ich hab schon den Gras getarnt. What the? Alter, ich hätte ihn messern sollen. Ich habe heute noch keinen gemessert. Was hat der jetzt? Sieg, geil, wir haben mal gewonnen. Ich bin kein Level aufgestiegen. Na Gott sei Dank bin ich nicht erwischt worden. Ach doch, ich wurde abgeschleudert. Level 2 schon. Geil. 4 Abschüsse, 2 Assists und 16 Tote. Ja, das ist wenigstens schon mal besser als zuvor. So, spielen sie in der Scharfschützenklasse und spielen sie in der Ordnerklasse. Das ist mir nicht relativ schnuppe. So, ich brauche noch 1743 EP, um auf Top 3 zu sein. Geil. So, aber das war's von mir. Klasseneditor müssen wir leider noch warten, bis wir First Class, Private First Class sind. So, Leute, ganz wichtig jetzt, gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr weitere Online-Parts sehen wollt. Macht es einfach und zeigt mir dadurch, dass ihr das weiter sehen wollt. So, das war's von mir. Wir sehen uns. Bis dann. Haut raus. Ciao.